Willkommen zurück, Freunde, bei Fallout 2. Wir mussten ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Wir befinden uns jetzt am... Ich muss mal noch kurz gucken. Also da haben wir eigentlich letztes Mal gespeichert, das war am 18. März. Und ich musste aber leider diesen Spielstand laden vom 5. März. Denn ich habe herausgefunden, warum uns Vic nicht mehr mochte. Weil wir haben, da könnt ihr nochmal nachschauen, in einer der letzten Folgen war das, haben wir ihn aus Versehen mit dem Speer getroffen. Ich habe da geklickt und habe aus Versehen ihn angeklickt, anstatt den Gegner, anstatt die Ratte oder was das war. Oder ein Hund, glaube ich, war es. Und dann haben wir aus Versehen ihn getroffen und dann ist er beleidigt und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Deswegen musste ich das laden. Hier haben wir irgendwie, glaube ich, gekämpft gegen irgendwelche... Nee, da haben wir nicht gekämpft, sondern wir haben hier ein altes Schlachtfeld gefunden gehabt. Jetzt müssen wir weitergehen, wir müssen weiter nach Bunkerstadt. Genau, darunter wollten wir, ne? Unbekannt, Bunkerstadt. Wir gehen nach Bunkerstadt. Was ist denn unbekannt eigentlich? Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Okay. Mordok waren wir schon, Klamath waren wir schon. Jetzt sind wir in Bunkerstadt. Gut. Also ich muss das leider jetzt alles nochmal machen, was wir schon gemacht haben. Aber es ist ja nicht so tragisch. Dann können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Kein Herumlungern? Jawohl. Haben wir hier schon drin? Wo bist du denn da jetzt eigentlich mitten in der Nacht? Ich glaube, wir waren da schon drin, aber da war niemand drin. Genau, jetzt folgt er uns auch wieder. Da hat sich einfach hier hingestellt und war irgendwie beleidigt. Okay. Bist am Stadtrand von Bunkerstadt. Innerhalb der Gemäuer befinden sich in ordentlichen Reihen unberührt weiße Lehmbauten. Okay. Da sind irgendwie Gefangene. Dann hier war so ein Typ drin, das weiß ich noch. Hier stand, glaube ich, irgendwo eine Frau, der wir helfen sollten. Wie viel Uhr haben wir es denn? 2 Uhr. Okay, ich glaube, ich warte jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen. Oh, wir sind nicht ganz gesund. Doch, wir sind gesund. 62 von 62. Haben wir irgendwelche anderen Probleme? Wir sind verstrahlt. Das müssen wir jetzt wirklich auch mal angehen. Das geht gar nicht. Aber sonst haben wir eigentlich keine Probleme, ne? Und wir brauchen ziemlich viele Punkte noch, um das nächste Level zu erreichen. So, Moment, ist jetzt hier inzwischen jemand drin? Nein. So, stand hier nicht die Dame oder der Herr? Ich glaube, es war eine Dame. Hier war sie, glaube ich. Was willst du? Du siehst traurig aus. Verhaftet, genau, das war der verhaftet worden ist. Was kann ich da machen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Genau, Joshua, glaube ich, hieß der, ne? Der Joshua, den müssen wir da irgendwie rausholen aus dem Knast oder aus der Gefangenschaft. Dann hatten wir hier in der Bar, glaube ich, waren wir noch nicht drin. Hier ist jemand, dem schlecht geht. Charlie, ich glaube, mit dem hatten wir noch nicht geredet. Können wir uns den irgendwie anschauen? Warum es ihm schlecht geht. Du siehst einen ausgemergelten Mann. Seine zolligen Haare kleben an seinem Kopf und seine Haut ist schlaff und faltig. Okay. Dann, da passiert nichts. Also dann waren wir hier schon drin. Da haben wir, glaube ich, haben wir da nicht gehandelt oder sowas mit dem? Oder war das doch, das war schon hier. Hey Fremdling, ich bin Ed, der Brahmin-Händler. Genau. Mein Freund Vic sagt, er hätte eine Wasserflasche bei dir gekauft. Oh ja, ich kann mich aber nicht erinnern. Brahmin-Touren, das haben wir alles schon gemacht. Da kannst du, glaube ich, über ein paar neue Orte was sagen. Wo hattest du die Flasche her? Bunker 13 ist in der Stadt. Und danach haben wir, glaube ich, nichts Neues noch erfahren. Okay, 500 Erfahrungspunkte bekommen wir aber, weil wir die rausgefunden haben, woher die Wasserflasche stammt. Gut, da ist eine Klinik. Ich glaube, da hatten wir auch einen Auftrag. Da sollten wir irgendwas reparieren. Gehen wir da mal kurz noch rein. Ich glaube, Vic kann Sachen reparieren. Und jetzt kommt er ja wieder mit uns mit. Vielleicht klappt das jetzt diesmal. So. Wo sind wir hier? Der alte Doc. Verstehe ich. Hätte da noch ein paar andere Fragen. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Genau. Haben wir jetzt den Auftrag bekommen? Schau mal gerade. Rette Amandas Mann Joshua. Nein, wir haben da jetzt keinen Auftrag offiziell zumindest bekommen. Können wir sonst nichts anderes sagen? Okay, hier ist der alte Doc drin und ich schau mal, vielleicht können wir den jetzt schon reparieren. Wir selber sind da natürlich nicht gut genug, aber eventuell hilft uns ja Vic. Ja, hier, ich versuche es. Sehr gut. Und?
Du untersuchst den Autolog, aber kannst den Fehler nicht finden. Aha, vielleicht probieren wir es nochmal. Ah, sehr gut. Der Schaden war nicht so schlimm, wie es schien. Es mussten nur ein paar Kabel ausgewechselt und die Hauptplatine gereinigt werden. Kein Problem. 100 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir gleich hier verkünden. Bist du hier weiter zusammengefixt? Nein, mir geht's prima. Wollten wir mal vorbeischauen. Der alte Doc. Ja, der Autodoc im Hinterzimmer. Ja, ich habe ein paar Kabel ausgetauscht und innen ein bisschen sauber gemacht. Du solltest jetzt keine Probleme mehr damit haben. Ah, nun, vielen Dank. Es war sehr nett von dir, das einfach so zu reparieren. Gibt es vielleicht einen Rabatt? Das wäre ja noch schöner. Ich habe dich nicht gebeten, ihn zu reparieren. Also gibt es auch keine Kohle. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, solange die Wachen in Hörweite sind. Ja, das nehmen wir natürlich nicht. Na dann, keine Ursache. Also kann ich vielleicht noch was für dich tun? Das wäre es für heute. Also ein bisschen unfreundlich. Wir bekommen keine Belohnung dafür, dass wir das repariert haben. Aber so ist die Welt. So ist die Welt. So, war hier nicht irgendwo noch ein Farmer? Wir hatten noch hier mit... da oben. Wir hatten hier mit einem Farmer geredet, der einen Flug brauchte. Und dann haben wir den Flug für ihn besorgt, oder? War das nicht so? Ziehen wir etwas über Bunkerstadt. Warum bist du nicht in der Stadt? Wer ist das denn nochmal? Wie heißt denn der? Er sollte wie mich und meine Familie lassen sie nicht rein. Warum dürft ihr nicht in der Stadt leben? Naja, wir sind aus dem Ödland, genau wie du. Daher können wir schon froh sein, wenn Bunkerstadt uns schützt. Kann ich dich was anderes fragen? Was treibst du hier? Genau. Woran liegt's? Kann ich helfen? Kein Problem, ich helfe euch gerne. So. Weißt du, wo ich den Flug finden kann? Okay, dann können wir jetzt den Flug besorgen. Wie heißt er denn? Sehen wir. Wir sehen nicht, wie der heißt, ne? Smith. Okay, das ist Smith. Gut, wo war denn nochmal der Flug? Ich glaube, das war irgendwo hier, oder? War das da? Hier. Happy Harry, da war es. Da haben wir den Flug besorgt. Ich speichere mal kurz. Speichern. Ich speichere jetzt trotzdem mal hier. Weil wir wissen ja nicht, ob wir den anderen Speicherstand vielleicht doch noch brauchen. So, Happy Harry, grüße dich. Kann ich die Waren sehen? Ach, schaut mal. Er hat 223 VMG, ich glaube, die brauchen wir für unsere Waffe, oder? Für unser Gewehr, war das nicht so? Ne, die brauchen wir. 5 mm, die brauchen wir fürs Gewehr. Aber die brauchten wir, glaube ich, auch für irgendwas. 223er. Ah, ich habe schon wieder vergessen, echt welche. Es ist so schlimm, dass ich schon wieder vergessen habe, welche Munition wir für welche Waffe brauchen. Das ist das Jagdgewehr. Ist das das, was wir benutzen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, er hat Schnaps und Bier im Angebot. Dann Munition. Magnum-Munition, eine Desert Eagle, eine 10mm Pistole, eine Magnum, ein Brecheisen, eine Lederrüstung, die ziemlich cool ist, aber wahrscheinlich sehr teuer, und Geld und ein Stimpack und noch mehr Rüstungen. Okay. Wie würde denn diese Rüstung hier kosten? Verbesserte Version der normalen Lederrüstung mit zusätzlichen Schutzlagen, sorgfältig ausgegerbten Brami-Leder hergestellt, 2222. Gut, haben wir nicht so eine einige Rüstung auch an? Ne, wir haben gar keine Rüstung an. Wo hatten wir denn unsere Rüstung her? Haben wir die erbeutet? Ich glaube, wir haben unsere Rüstung. Ich sehe nämlich gerade, dass wir jetzt keine Rüstung mehr anhaben. Ich glaube, die hatten wir erbeutet in irgendeinem Kampf, der jetzt nicht stattgefunden hat. Na, egal. So, nochmal mit ihm reden. Ist der Flug da draußen immer noch zu haben? Ich gebe ihn dir für 600. Ich gebe dir 600 dafür. Er gehört dir. Steck das Geld an. Nimmst du ihn gleich mit oder soll ich ihn irgendwohin liefern? Liefer ihn doch bitte bei den Smith ab. Sehr schön. Dann haben wir nämlich den Flug. Haben wir jetzt irgendwas zu verkaufen noch? Ich muss mal kurz mit ihm reden. Lass du wollen. Haben wir was zu verkaufen? Weil jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Ja, zum Beispiel die heute hier können wir verkaufen. Das Dynamit behalten wir mal. Und was ist das hier? Eine Schaufel. So. Ja, wenn wir schon hier die Gelegenheit haben, dann verkaufen wir doch mal die heute. So, wie viel sind die wert? Schon einiges. 500, ne? Genau. Dafür können wir natürlich nicht die Rüstung. Oder haben wir uns die gekauft? Ich glaube, wir haben uns die gekauft. Wir haben uns die gekauft, indem wir die Sachen hier, genau, das so war das nämlich. Wir hatten die Sachen hier verkauft, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel diese Pistole hier.
Und die Munition, glaube ich, haben wir auch verkauft, oder? War das nicht so? Ich glaube, ja. Tja, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir... Hatten wir das Jagdgewehr noch verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es aber verkaufen, weil wir können eh nicht so viele Waffen benutzen. Wir wollen die Pistole hier behalten, glaube ich. So, Stimpaks vielleicht auf der anderen Seite noch. Nee, das ist dann doch zu viel. Wir brauchen 211. Ja. So, dann haben wir jetzt die... Ja. Wie viele Stimpaks haben wir? 7. Das ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen Geld haben wir auch. Dann gehen wir mal zu Smith und sagen ihm, dass wir den Flug für ihn haben. Vorher ziehen wir uns vielleicht mal um. So. Ja, schaut doch schon gut aus. So, diese Rüstung, Sturmgewehr, genau. Sturmgewehr, das braucht 5 mm. Das ist das, was wir hier haben. Diese Patronen können wir weggeben. Das ging nur letztes Mal nicht, weil er ja beleidigt war. Genau so war das. Oder waren das die richtigen für... Ich glaube, das waren die richtigen für Vic. Und dann haben wir noch die hier, die braucht Pump 44 Magnum Geschosse. Die haben wir im Moment nicht, die könnten wir uns aber kaufen, bei Gelegenheit mal. So, was hat er jetzt noch? Er hätte noch das Dynamit und er hätte noch ein normales Gewehr, das wir verkaufen können. Ja, das können wir eigentlich auch verkaufen. Warum eigentlich nicht? Und das Dynamit? Ja, das ist schon nützlich. Das ist eigentlich schon nützlich, ne? Behalten wir mal. Aber das Gewehr können wir verkaufen. So, Vic, wo bist du? Dort. Ich würde gerne mit dir, oder ich würde dir gerne mal die hier diese Gewehrmunition geben. Das ist ja ein normales Gewehr, ne? Ein Jagdgewehr. Geht das hier? Es hat 0 Schuss, 223er VMG. Das ist aber nicht das Richtige, glaube ich. Nee. Das ist ein Jagdgewehr, das ist nicht die richtige Munition für das Jagdgewehr. 223er braucht es. Okay. Eieieiei, also das ist wirklich ein bisschen kompliziert, vor allem wenn man es nicht genau angezeigt bekommt, also oder zumindest nicht leicht angezeigt bekommt, wer jetzt genau was braucht, wer jetzt genau welche Munition braucht. So, das ist ein normales Gewehr. Das kann man ja auch wegtauschen, das braucht man nicht. Dann haben wir diese Munition, die können wir wegtauschen. Also das ist, glaube ich, das Gegengift, genau. New Cola. Okay. Und hier hätten wir die Stimpaks. Dann hätten wir die... Ah, das ist, glaube ich, die Munition für das Gewehr. Müsste sein. Und das ist die für die Magnum. Die Frage ist, sollen wir jetzt erstmal Munition für uns besorgen oder sollen wir Munition für unsere Freunde besorgen? Oder vielleicht sogar beides. Das ist MHG. Schaden 1 von 1. Schaden 2 von 1. Keine Ahnung, was das heißen soll. Vielleicht können wir sogar... Ja, wir kriegen sogar alles. Die ist nicht so teuer, die Munition. Und dann können wir die Munition hier auch noch mitnehmen. Ja, jetzt sind wir in einem guten Bereich. Da haben wir noch Cola und Bier. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Und dann holen wir uns einfach noch den Rest an Geld. Das sind dann 2027, das ist leicht zu rechnen in dem Fall. No. Sehr schön, endlich mal jemand ein bisschen Geld dabei hat, sodass wir auch mal was handeln können. Gut, Vic, jetzt kriegst du deine Munition. Halt, bleib doch hier. Vic. Hallo, jetzt steht er da hinten. So. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass das die richtige Munition ist. Ich gebe sie dir jetzt bitte für dein Jagdgewehr. Ich habe keine Ahnung, ob das passt, aber ich hoffe es. Gut, die Desert Eagle hat ihre Munition. Wir haben diese Munition, die 5 mm, die haben wir irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht gefunden. Ich hoffe, dass es die auch irgendwo gibt. So, wir geben dir die Munition, bitteschön. Bedankt sie noch nicht mal, ne? Wie unhöflich. Gut, dann können wir jetzt nochmal zu dem
Bauern gehen. Und da steht auch schon der Pflug, oder? Das ist doch der Pflug. Das ist ein Pflug, ja. Dieser Pflug muss von einem Brahmin gezogen werden, ja, nicht von uns, das ist klar. Herzlichen Dank, das hier hat Vater mir gegeben, bevor er gestorben ist. Jetzt, wo die Wachen uns beschützen, brauchen wir es nicht. Aber du kannst damit vielleicht was anfangen. Okay, er gibt uns irgendwas. Vielen Dank, ich bin sicher, das kam genau richtig. Pass auf dich auf. Was hat uns denn gegeben? Du hast einen Flug für Mr. Smith und seine Familie gefunden. 250 Erfahrungspunkte. Ja, was hat er uns gegeben? Oh. Wir haben zwei davon jetzt. Ich glaube, das bedeutet... Die wiegt nur 4 Pfund. Ah, schaut mal, die wiegt 5 Pfund und die wiegt 4 Pfund. Die hat 8 Schuss und die ist nicht geladen. Okay. Können wir die hier entladen, bitte mal? Sehr gut. Ach so, die wiegen dann beide 4 Pfund, wenn sie entladen sind. Ah, daran liegt's. Okay, ich dachte, das wäre eine bessere. Schade. Gut, dann können wir eine davon verkaufen, würde ich sagen. Eine davon verkaufen. Gehen wir nochmal in den Laden da oben. So. Vielleicht gibt es auch eine bessere Nahkampfwaffe wie den Speer, den wir haben. Ich weiß es nicht. So, die ist 800 wert. Ach, genau das, was wir für den Flug bezahlen hätten sollen. Ne? Ein Magnum-Revolver, ein Gewehr. Pistole, das brauchen wir alles nicht. Die Stimpaks können wir gebrauchen. Ja, das passt doch wunderbar. Was kostet der Schnaps? Ach, schaut mal an. Genau 800. Haha. Nee, Schnaps kaufen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir nehmen einfach ein bisschen Geld noch. Nämlich 23. Dann müsste das genau passen, oder? Ja. Super. Perfekt, dann sind wir jetzt gut ausgestattet. Haben wir noch ein paar Stimpaks mehr. Wir haben Munition. Unser Vic hat auch eine Munition. Das ist doch schön. Genau der richtige Zeitpunkt, um zu speichern. Und dann wollten wir in die Bar reingehen. Und dann schauen wir, was es sonst noch hier so zu tun gibt. So. Kommt der Hund eigentlich immer noch mit uns mit? Ich glaube ja. So, hier ist die Bar. Die ist jetzt auch offen. Die war vorhin geschlossen. Wie viele Punkte haben wir da eigentlich inzwischen? 38.000. Ja, das hat sich schon gelungen. Wir sind immer noch verstrahlt. Dann sollte man demnächst mal was dagegen machen. Habe ich vorher schon gesagt. Ne? Ein staubbedeckter Reisender. Heutzutage kann man sich kaum noch einen Tagesausweis leisten. Was ist denn ein Tagesausweis? Da ist Cassidy. Da ist eine staubbedeckte Reisende. Und noch eine staubbedeckte Reisende. Wird ein schlechtes Jahr, wenn das mit der Türe so weitergeht. Die Brahminpreise sind dauerhaft am Steigen. Dann solltest du in Brahmin investieren, würde ich sagen. So, Cassidy, was kannst du uns erzählen? Hallo, ich habe dich hier noch nicht gesehen, Fremdling. Ich heiße Cassidy. Ich bin hier der Boss. Was kann ich für dich tun? Ich suche den Bunker. Was gibt es denn hier im Ausschank? Ist irgendwas Interessantes los? Ich suche den Bunker. Bunker, der einzige Bunker, den ich kenne, ist in der Stadt. Ein gottverdammtes Loch. Kann man nicht übersehen, glaubst mir. Ist irgendwas Interessantes los? Interessantes? Tö, Freundchen, Bunkerstadt ist kein interessanter Ort. Es sei denn, die Wachen haben Langeweile, dann sollte man sich lieber verziehen. Warum fragst du? Suchst du etwas in diesem Drecksloch? So schlimm wird es wohl auch wieder nicht sein. Ich suche den Bunker. Was habt ihr hier zu trinken? Ich suche den Bunker. Ja, aber das hat er ja schon. Was gibt es zu trinken? Hier, Bier, 20 Dollar, Schluck Whisky, 30 Dollar. Nichts Besonderes. Keine Ahnung. Das haben wir ja schon gefragt. Im Moment hat er nicht viel zu erzählen, der Cassidy. Vielleicht kommen wir nachher nochmal zurück. Da waren wir schon, Joshua. Das ist alles klar. Da ist immer noch der, dem das irgendwie schlecht geht. Vielleicht ist er auch verstrahlt. Oder vergiftet worden. Ein Gegengift hätten wir ja, aber... Gut, dann hier rein. Und jetzt müssen wir weiter. Oh, ein Tor. Ein Tor und Customs. Custom heißt Zoll. Ich gehe erstmal hier rein. Da ist nichts. Nein. Okay. Und ich meine, wir haben nichts zu verzollen eigentlich, oder? Aber wir gehen trotzdem vielleicht mal da rein, bevor wir mit den Wachen reden.
Hallo. Pass auf, Outsider, wenn es um Zollfragen geht, Wallace ist gleich wieder da, klar? Der sagt dir, welche Formulare du ausfüllen musst. Was ist das hier? Das ist hier das Zollamt. Steht doch groß und fett draußen auf dem Schild. Wenn du keine Zollfragen zu klären hast, was willst du dann hier? Ich bin auf der Suche nach dem Bunker. Das Bunker? Der ist in der Stadt. Halt mal, du willst doch nicht etwa durch das Tor. Ja? Du könntest natürlich zu Wallace gehen, meinem Chef, und versuchen, von ihm eine Genehmigung zu kriegen, aber das wäre pure Zeitverschwendung. Der lässt nie jemanden rein unter keinen Umständen, aber es gäbe natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und die wären? Weitere Einzelheiten gibt es nur gegen Bares zu hören. Ich habe das Geld, was hast du anzubieten? Egal, vielleicht enthalten wir uns ein andermal. Ja, ich lasse mich doch nicht erpressen.